Ja, okay. Nicht. Ich bin doch eine Perle. Geht los. Ihr Kinder dieser großen Zeit, hört her und lernt was dazu. Ein uraltes Märchen erzähle ich euch vom Fischer und Sinafu. So. Es war einmal ein Fischer, und er ist heute Bürgermeister. Sein kleines Dorf hieß Achterdieck und Johnny Hansen heißt er. Und Achterdieck lag Achterdieck am Strom, verträumt und stille. Da hörte man nur die Möwen schreien und Johnnys Frau, Sibylle. Johnny Hansen bürgermeisterte am liebsten bis nachts um drei. Im Dorf wuchs Garten und Doppelkopf, die See ging hoch dabei. Doch eines Nachts, der Mond schien hell, sobald nach Hause ging, denkt Johnny, will ich doch mal schnell nach meinen Aalhäusen sehen. Oha, da war ein Schellfisch drin, ein Riesenexemplar, der ihn so traurig wie ein Mensch aus großen Augen ansah. Ich bin ein Prinz, sprach der Fisch, im hellen Mondenschein. So ein Spöttenkram, bummel Johnny nur und warf ihn wieder rein. So was gibt es nur in Achterdieck und das liegt hinterm Deich. Was in Achterdieck in der Nacht geschieht, ja, das glaubt kein Mensch, dass es sowas gibt oder fehlt dir der Vergleich. Und wie du, hey, diese Bild ist Götze der Fisch, also hemmen wir zu will. Als der Bürgermeister nach Hause kam, in der Nacht zu seiner Frau, Sibylle sagte, da war ein Prinz, das war ein Kabeljau. Komm mal her, sagt sie, hau mich mal an, du bist wohl wieder blau. Mal langsam, Johnny, was war das, ein Prinz als Kabeljau? Und fiss sie wieder rein, ich ess kein Fisch, wo sprechen kann. Mein Johnny, geh sofort zurück, los, zieh dich wieder an. Da musst du dir was wünschen, Mann, das ist die Chance zum Glück. Geh hin und wünsch dir den Autobahnzubringer für andere. Was soll ich wünschen, den Autobahnzubringer, was nützt uns der? Mensch, Johnny, du böse Kopf, dann kriegen wir nach acht an die Fremdenverkehr. Dann wohnen wir nicht im Kuhstall mehr, sondern haben ein Fertighaus. Und der Bürgermeister stolperte zurück in die Nacht hinaus. So was gibt es nur in Achterdieck und das liegt hinterm Deich. Was in Achterdieck in der Nacht geschieht, das glaubt kein Mensch, dass es sowas gibt und dann fehlt in der Vergleich. Als der Bürgermeister nach Hause kam, der Morgen war schon grau, vor einem kleinen Eichenhain empfing seine Frau. Doch Johnny stand und staute nur, was ist denn hier passiert? Der Marktplatz neu, der Dorfkrug auf neumodisch renoviert. Es standen lauter Bungalows und Weekendhäuser rum. Und in der Luft von der Autobahn ein dumpfes Motorengebrumm. Segelhafen, Mangmann, Parkplätze allerhand, ein Campingplatz mit Minigolf und ein Nachtbadestrand. Und Johnny ging zum Dorf rein, da schrien sie alle, Hurra! Hier tagt der Fremdenverkehrsverein, unser Bürgermeister ist da. Wir freuen, dass Johnny Hansen spricht, denn unser Dank ist groß. Aber reden halten, das konnte er nicht, und so sagte er einfach drauf los. So was gibt es nur in Achterdieck und das liegt hinterm Deich. Was in Achterdieck in der Nacht geschieht, ist auch so ging ein halbes Jahr ins Land, da war ganz schön getrieben. Und es entstanden vier Hotels zur stillen Nacht daneben. Die Vogelinsel traut sie zum Segelflugplatz um. Der Vogelbad lief jetzt mit Eis und Coca-Cola rum. Des Bürgermeisters Frau jedoch erkannte eines klar. Wir brauchen ein Meereswellenbad und ein Kurhaus nächstes Jahr. Und dafür müssen Steuern her. Hey Johnny, wie kriegen wir die? Wir brauchen nicht nur Fremdenverkehr, wir brauchen auch Industrie. Hey Johnny, unser Hinterland ist so ein Randgebiet. Da müssen ein paar Fabriken hin, damit die Wirtschaft blüht. Der Bürgermeister war nicht wohl, sie aber. Steh nicht rum, geh hin und wünsch dir von deinem Fisch ein Industriezentrum. Sowas gibt es nur in als der Bürgermeister nach Hause kam, seine Frau war stolz und floh, froh und Tisch. Schon im Swimmingpool, Luxus, Bungalow.
Johnny sprach besorgt, was riecht so giftig hier die Luft? Das ist ja Aluminium und guck mal hinten in der Luft. Da sah der Bürgermeister links Kamine, Silos und Tanks, Kräne, Fabriken und totes Vieh und ich war so ganz bang und Angst. Im neuen großen Gemeindesaal sprach ein Herr von der Industrie. Der Bürgermeister von Achterdijk, ein Sanierungsgenie sind Sie. Er sprach von Arbeitsmarkt und Kraft und Umsetzung zu erzielen. Aber Gott, ich dachte, ich möchte bloß mal wieder Doppelkopf spielen. Stattdessen soll er eine Rede halten, das war ihm sehr fatal. Und in seiner Not fing er an zu singen und da sang der ganze Saal. Ja, was hier macht euch die Erde untertan, sprach Gott mit seiner Scheue. Baut Autobahn, Autobahn, ich mach mir dann eine neue. Des Bürgermeisters liebe Frau konnte nachts nicht mehr recht schlafen. Sagte Johnny, es nicht schlecht, den Containerhafen. Das Wachstum unserer Industrie, das funktioniert nicht mehr. Es mangelt uns an Energie, ein Kernkraftwerk muss her. Da wurde Johnny aber blass, hey, das geht schief, das ist gefährlich und die Luft wird radioaktiv. Aber was rief sie zurück an den Fisch, denn bei Atomkraftwerken macht man das überall heute so, bevor die Leute was merken. Und Johnny ging zum großen Strom, der Fluss war braun und stand, nach Stunden kam der große Fisch, Kurzluft und sehr knapp. Sowas gibt es nur in Als der Bürgermeister nach Hause kam, war er beeindruckt stark. Von seinem altfriesischen Herrenhaus mit Golfplatz und dem Park. Am Fluss stand schon das Kernkraftwerk für eine neue Strafanstalt. Da saßen auch Demonstranten drin, die hatten mit Gewalt nicht vor den Baggern weichen wollen, den Atombauplatz besetzt. Und weil sie so gerne sitzen gehört, ja, da sitzt sie eben jetzt. Und morgen kommt das Fernsehen her. Hey Johnny, mein lieber Mann, wir wollen, dass du eine Rede hältst im ersten und zweiten Programm. Ja, mein Johnny Hansen, oh, ich verstehe was von Doppelkopf. Und ich will keine Rede halten. Nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er wälzte sich im Bette, da sah er im Mondenschein den Schatten des Reaktors. Da fiel ihm die Rettung an. So was gibt es nur in Achterdijk und das liegt unterm Rhein. Was in Achterdijk in der Nacht geschieht, und Johnny rief, bald spielen wir wie früher Doppelkopf. Ich wünsche mir jetzt vom Tintentee, mach mich zum lieben Gott. Das weiß ich aus dem Märchenbuch, dann dreht der Fisch zurück. Das Rad des Fortschritts in der Welt und besonders in Achterdijk. Und Johnny ging zum breiten Strom, der ganz abscheulich stand. Geht doch am Fluss ein Wagen vom Gewässerschutzamt stand. Ein Mann mit einem Prüfgerät stand da und murmelte: Wir haben ja 10. Oh weh, oh weh, oh weh. Er hielt den Fisch in seiner Hand. Er war sehr totengrau. Und Johnny hat ihn gleich erkannt: Mit Fisch, mit Kabeljau. Johnny Hansen rief und lief nach Hause. Angst saß ihm im Genick. Oh Gott, was Schallblut war und uns und uns und ab dann. Doch das gibt's ja nur in Achterdijk und das liegt hinterm Rhein. Was in Achterdijk in der Nacht geschieht, das glaubt kein Mensch, dass es sowas gibt. Oder weißt du einen Vergleich? Und Menefu, hey, Isabel, ist Gerzelfisch und nun Hetze, was sie will.